möchtest, dass ich dein Team wieder fit mache, schau im Zimmer weiter hinten vorbei. Ja. Ah, sie wird jetzt die Schwester Joy. Schwester Lily sozusagen. Okay, jetzt können wir links oder rechts lang gehen oder was? Eine Entscheidung des Weges oder was? Na dann werde ich doch wohl links lang gehen. Das jetzt davon ab, wie sich das Spiel weiterentwickelt, oder wie habe ich jetzt eine wesentliche Entscheidung getroffen? Naja, wir werden es ja sehen. Teleportation. Ach du Schande. Ach du Shit. Na los, Leute, zusammen schlagen wir diese Eindringlinge Flucht. Auf sie mit Gebrüll. Oh wei. Das wird ein Batzen Arbeit. Nur ein Pokémon. Okay, aber wenn jeder von denen einen Pokémon hat, dann sind wir hier eine Weile beschäftigt. So schaut's aus. Na, großartig. Tintoxa! Ja. Galoppa ist dran. Das dürfte auch für den Rest meines Teams nicht so wirklich das Problem sein, aber wisst ihr, was ich meine? Wenn hier jeder mit nur einem Pokémon kommt, das schlaucht auch. Das sind ja auch bei den Menschen, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber schätze ich mal, stehen da 5 in einer Reihe, das waren 3 Reihen bei 16 Leuten mit jeweils einem Pokémon, das sind auch 16 Pokémon, das ist dann auch irgendwie, versteht ihr, was ich meine, schlaucht es dann auch auf diese Art und Weise. Klar, 16 schwache, aber do you know what I mean? Warum macht denn keiner mit? Zwangfee gewinnt 1984 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Skull-Rüpel. Quatsch, gegen den Team Rocket. Gegen den Team Rocket-Rüpel 1 hervor. Das lasse ich jetzt einfach mal so drin. Und jetzt muss ich es drin lassen, weil einfach mal diese Szene, die ich jetzt hier mit labere, mit in dem Text mit drin ist. Was stimmt denn nicht mit euch? Wir wollten doch alle zusammen angreifen. Sorry, aber unser Timing hat irgendwie gar nicht gestimmt. Timing, so ein Firlefanz. Okay, uns bleibt keine Wahl. Verteidigung ist der beste Angriff. Oder so. Rückzug, Leute. Wir sammeln uns und schlagen dann mit geballter Kraft zu. Da rennen sie weg wie die Feiglinge. Ich dachte, ich muss gegen alle kämpfen. Wäre mir fast lieber gewesen. Hier hoch. Ein einzelner Team Rocket Rüpel. Joa. Okay. Den ich nicht mal bekämpfen muss, weil man ihn umgehen kann. Aha. Ein wildes Pokémon in einem Pokéball. Ein Elektroball in einem Pokéball. Ah, okay. Interessant. Was soll ich denn mit einem Elektroball? Was soll ich denn damit anfangen? Verrätst es mir. Nee, lass mal stecken. So, was haben wir denn hier? Weitere Teleportsflächen. Oh, Pokémon. Nein, eine Eisenkugel nur. Das ähnelt doch ziemlich dem Team Rocket, das ich kenne. Teleporterfelder und Rätsel der dritten Art. Oh, wieder zurück bei Burmley. Joa, so kann man sich auch verlaufen. Was hier hinten? Hier ist deine Heilung. Lass mich deine Pokémon wieder fit machen, Zwergenfee. Besser sein als rechts. So, dann mal hier. Auch einen guten Weg. Na. Kann ich sogar umgehen. Sogar. Möglicherweise umgehen. Das Umgehen der Kämpfe hier nicht. Oh.
Oha. Ich nehme dann mal den hier. Mich hier hin. Dann bin ich wieder am Eingang. Jo. Dann diesmal diese Seite. Bin ich vom ganzen rumgewuschtelt hier. Ha! Angreifen. Ach so, die bilden nur eine Mauer. Ja. Und was macht er hier? Aha. Die bilden wirklich nur eine Mauer. Und greift wirklich nicht an. Hm, seltsam. Ah, da sind wir schon einen Schritt weiter. Hier eine Mauer zu bauen. Eine Menschenmauer. Mauers. Muss hier erst raus und dann wieder rein. Ich will mal hinter dir vorbei. Übel kann man mal vermeiden hier. Wenn es möglich ist. Verdammt! Da fordert uns einer heraus. Ha, nur wenn du ein Kind bist, heißt das noch lange nicht, dass ich dich gewinnen lasse. Na dann. Lass mich mal nicht gewinnen. Rainbow Rocket Rübel fordert sich heraus mit einem Pokémon. Hierzu nicht gewinnen lassen. Da hat er noch ein Alpolo. Ja. Alpolo versus Galoppa. Inwiefern ist das denn bitte nicht gewinnen lassen? Na gut, man könnte jetzt von der relativ unwahrscheinlichen Theorie ausgehen, dass er absolut keine Ahnung hat, was ich für Pokémon habe. Und komplett unwissend dahin geht, aber komm, komm Leute, das ist ein bisschen Recherche. Ich habe ja ziemlich dolle hier schon unten gegen den Bomley gekämpft und gegen Fabian habe ich auch schon gekämpft. Vielleicht hat man da ja mal zugeguckt von der Außen heraus und ja. Do you know what I mean? Team Rainbow Rocket Rüppel wurde besiegt. Was bist du, ein Wunderkind? Nein, einfach nur ein starker Trainer. Aber dazu muss man kein Wunderkind sein. Galoppa, Level 100, Shiny. Mega Block. Und was auch immer ich damit anfangen soll. Och scheiße, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ach, wieder dieser Raum hier allein. Mit dem. Allein mit dem Rüpel. Dieser arme Raum. Hui, dann diesmal da lang. Ah, schön. Mal sehen, wann sie sich übergibt. Die ganze Zeit hin und her geschleudert. Ist schon jetzt nicht gerade ultramäßig. Du hast also unsere Rüppelmauer überwunden? Glaubst du etwa damit hätten wir dich gerechnet? Als läuft genau nach Plan. Ha! Und jetzt geht's was auf die rüber. Ah, okay, okay. Schön, schön. Hä? Wo sind denn alle hin? Wir wollten sie doch in die Zange nehmen. Was soll's? Im Leben läuft eben nicht immer alles nach Plan. Ich putz dich dann auch alleine weg. Mir ist klar. Team Rainbow Rocket Rüppel fordert dich heraus. Ein Ratikarl. Jo, so viel dazu. Chuck aus dem Ultraball. Ponita ist wohl besiegt. Wie haben wir denn das geschafft? Dass Ponita besiegt wurde. Super Zahn. Balatz. Oha. Das ist aber sehr effektiv. Das ist nicht sehr effektiv. Auch beim zweiten Mal schleudern. Ich setze Risikotickel ein. Regen kann ich auch nicht mehr. Na komm, Chuck, das wirst du noch wohl hinkriegen. Risikotickel. Na komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein Schlag hier. Ein Hieb. Super Zahn. Okay. Der liebe Chuck, der kriegt es nicht mehr hin. Oh, doch, er kriegt es hin. Ich habe nicht mehr auf ihn vertraut. Doch, er kriegt es hin, ein Radikal eines Team Rocket Rüppel zu besiegen. Das kriegt er noch gerade so hin. Den Kampf gegen die Einsamkeit habe ich verloren. Zwangfee gewinnt 1984 Pokémon-Dollar und kriegt sich aus dem Kampf gegen den Team Rocket Rüppel Nummer 524 hervor. Sind es vielleicht nicht, aber
Ja. Welche Zahl ist es? Okay, und wer bist denn du? Wie ganz allein im Raum. Ja, so nicht. Wirklich Bock auf dich. Oh, das sieht schon gut aus. Top-Genesung gefunden. Das sieht nach Bosskampf aus. Da will ich hin. Was fordern? Mein Kollege hat schon genug durchgemacht. Ich lasse nichts zu, dass du ihm auch noch auf den Keks gehst. Kampf gegen beide jetzt. Und dann darf ich erst. Team Rainbow Rocket Rüppel fordert dich heraus. Schön, schön. Ein Ibitak. Und das zweite Pokémon ist dann ein... Ein was? Das hält mich hier wohl gar nicht auf, ja. Die zwei kleinen Rüpel-Pokémon. Ich muss aber eventuell noch mal runter. Weil so einfach mal schnell mit zwei besiegten Pokémon schon. Das wird ein bisschen knifflig unter Umständen. Mit dreien gleich. Steve, der hat keine effektiven Attacken. Uli auch nicht so wirklich. Necrozma, der hat zwei sehr effektive Attacken. Komm, Necrozma, Herrscher der Dunkelheit und Herrscher des Lichts. Möchte gerne der Herrscher des Lichts. So rum. Juwelenkraft. Komm, das muss doch was bringen. Himmelsfeger. Okay. Das sieht in Ordnung aus. Jo, Ibitak besiegt. So schnell geht's. So, lässt er mich jetzt durch oder muss ich noch den zweiten besiegen? Und das ist hier die Frage. Ah, jetzt muss mich mein Kollege rächen. Ja, der Kollege muss mich rächen. Ich dachte, komm her. Ich mache dir auch noch Platz. Für meinen Lieblingskollegen will ich alles tun. Ja. Ah, mit dem lieben Pokémon. Ja, was ist es denn? Ein Slimog ist es diesmal. Ein Steve ist es auch. Im Gegeneinsatz. Der gegnerischen Seite. Ein Steve. Ja. Mal schauen, was das bringt. Erstaunlicherweise nicht so viel. Erstaunlicherweise gar nicht mal so viel. Das ist ja schon ziemlich scheiße. Buchstabe. Das ist ja gar nicht so schön. Ja. So vergiftet. Jetzt lässt er sich auch noch vergiften, der Steve. Was soll man denn dazu sagen? Wie wär's mit nochmal Bohrstapel? Rein in die Pampe hier. Das kriegen wir doch wohin. Das wäre ja gelacht, wenn wir dann nicht hinbekämen. Fluchtwert singt. Ja, hör mir auf mit deinem Fluchtwert hier. Ich bohr dir nochmal den Schnabel von Steve in den schleimigen Körper und dann ist es geschehen. Ist es vorüber. Jo, Pikachu erreicht Level 68. Zwangfliege gewinnt 1984 Pokémon Dollar und geht sich aus dem Kampf gegen den scheinbar letzten Team Rainbow Rückgetriebe vor dem ersten Chef hervor. Versprecher mit drin. Gib meine Mühe, alle drin zu lassen. Rein geht's, auf geht's. Wie ist denn da? Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn hier? Oho, sieht so aus, als hättest du diesen Chaoten von dem Rainbow Rocket so richtig weggeputzt. Auch wenn ich sie mir praktisch nur ausgeliehen habe, sind sie mir doch ans Herz gewachsen. Adrian, ich heiße Adrian und bin der Anführer von Team Aqua. Gerade als unser Plan so richtig ins Rollen kam, hat mich eine riesige Welle verschluckt. Und im nächsten Moment wach ich in dieser Welt hier auf. Der Boss von Team Rainbow Rocket kümmert sich glänzend darum, dass ich alles kriege, was ich brauche. Hoffentlich raus, wie ich wieder in meine eigene Welt zurückkomme. Aber das hier hat Zeit. Zuerst habe ich noch etwas anderes vor. Ich dachte, ich verleihe dieser Welt noch ein kleines Team Aqua Touch. Wenn du verstehst, was ich meine.
Kyroge, der sekundäre Pokémon, mit seinen Kräften beherrscht es Regenwolken und kann damit extreme Stürme und Schauer erzeugen, die das Festland verschlingen. Alles Leben hat seinen Ursprung im Meer. Du kannst dir bestimmt denken, was es also bedeutet, wenn das Meer vergrößert wird, oder? Bingo, wir schaffen mehr Raum, in dem zukünftiges Leben entstehen kann. Wäre das nicht eine ideale Welt für Menschen und Pokémon zugleich? Ich sag nein und bekämpfe ihn, oder was? Wie sieht das jetzt aus? Du Rotzlöffel, wirst mich also von meinem Plan abbringen? Du bist kein Deut besser als diese Blindgänger von Team Magma. Ich werde dir zeigen, was für Konsequenzen es hat, wenn du dich mit mir anlegst. Kampf gegen den Typen von Team Aqua. Team Adrian Aqua fordert dich heraus. Genau, Team Adrian Aqua. Auf geht's. Ich würde das hier auf jeden Fall. Okay, ein Magnanilen, oder wie es ausgesprochen wird, ein Magnanilen. Und er ist tief. 64. Nice. Wie gesagt, ja, Beleber und Trinker habe ich genug dabei. Wie wär's denn mit Bohrstapel? Eiszahn. Auch gut, nicht schlecht. Sieht es zurückgeschreckt. Okay. Ich hätte gern einen Beleber. Wo habe ich den? Könnte ich einsetzen auf den lieben Galopper. Das ist ein Männchen. Essan. Steve ist besiegt. Schön für ihn, weil er war vergiftet. Und wird Zeit. So, ich würde dann mal Galopper einsetzen. Das kriegt sofort einen Trank. Tja, Sternchen. Das Shiny Sternchen. Das Shiny Sternchen. So, Galoppa, heile dich auf. So, dann machen wir mal Folgendes und lassen uns von Knirscher nicht einkriegen. Wie wäre es denn mit Schlagbohrer? Das wäre doch eine gute Attacke. Schlagbohrer, komm. Schon mal geholt mein Galoppa jetzt ein bisschen mehr als zuvor. Knirscher. Okay, der hält schon ein bisschen was aus. So, dann halt nochmal. Auf geht's. Top-Genesung. Ja, okay. Jetzt darf er es noch in diesem Stadium des Kampfes. Darf er. Was soll er machen? Ein bisschen Spaß bereitet. Und nochmal Schlagbohrer. Komm halt aus. Ja, sofort danach. Spitze. Magnaien besiegt. So wird er richtig ausgesprochen. Team Aqua Adrian setzt als nächstes Torhaido ein. Da waren es ja nur noch 4. Und eins davon ist das legendäre, wie hieß es gleich, wie auch immer es hieß, es ist das legendäre Pokémon aus der zweiten Generation. Ja, es ist die zweite Generation. Natürlich setze ich Nitro-Ladung auf Torhaido ein. Sag mal, bin ich denn von allen guten Geistern verlassen hier, um hier einfach auf Torhaido ein Wasser-Pokémon eine Feuerattacke einzusetzen? Das ist doch natürlich. Nee, ist klar. Warum denn auch nicht? Nikrosma! Richte an, was du kannst. Gib dein Bestes. Wie wäre es denn mit Juwelenkraft? Würde das denn etwas bringen? Juwelenkraft! Hui! Twido besiegt! Na dann waren es ja nur noch 3. X-Bad, okay, das dürfte man hinkriegen. Auch vor dem legendären habe ich Schiss. Da habe ich richtig Schiss vor. Kann ich euch verraten. Das Grab soll sehr effektiv sein, also hauen. Nekrosma, das Grab. Ja,
Ja, ist sehr effektiv. So sieht sehr effektiv aus. Kann sich sehen lassen. Juwelenkraft. Na komm, nicht besiegen lassen. Ich sagte nicht besiegen lassen. Hey, Cosma, nicht. Nicht. Verstehst du das Wort? Nicht. Er versteht das Wort nicht. Nicht. So sieht's aus. Pikachu! Jo, Pikachu ist dran. Los, Pikachu, Donnerblitz. Auf ihn mit Gebrüll. Und Sparta wurde besiegt. Ja, okay. Slimeok. Da waren es nur noch zwei. Kriegen wir die auch noch gebacken. Die zwei letzten. Eins davon ist das legendäre, nämlich das nächste. Donner. Hat keine Wirkung oder was? Joa, nice. Eisenschweif. So sieht also effektiv aus. Ja, Mülltreffer. Hui! Das hatte ich fast erwartet. Da war es nur Hudi. Und der wird jetzt mal für Galoppa bereitstehen. Sein Trank und Beleber-Fuzzi sein. So, auf geht's. Sonst haben wir ja gar keine Chancen mehr zu überleben im Kampf. Mülltreffer geht daneben. Mülltreffer. Sehr schön. Hypertrank auf Galoppa. Das ist schön, schön. Mülltreffer. Ja, gut. Die Attacken von Hudi sind hier nicht sehr effektiv. Vielleicht kann ich ja noch einen Beleber einsetzen auf Necrozma zum Beispiel. Ja, das wäre doch mal eine gut angelegte Sache. Mülltreffer macht Hudi ein Ende. Ja, Hudi wurde besiegt. Schön. Doch nicht schön. Galoppa, du schaffst es. Schlagbohrer soll sehr effektiv sein, das habe ich schon gesehen. Dann nutzt es doch gleich und hau rinne. Langbora. Hui! Slimer besiegt. So, da hätten wir ein legendäres Pokémon. Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt noch. Adrian setzt Kyogre ein. Hui! Wenn das nicht ultimativ wird. Kyogre, das legendäre Wasser-Pokémon aus der zweiten Pokémon-Generation. Holla, die Waldfee. Und das nichts wert ist. Stromstoß, das könnte doch was bringen. Stromstoß, komm. Lass es wirken. Wir haben das legendäre Pokémon aus der zweiten Generation einfach mal mit Stromstoß besiegt. Wie? Ist klar. Ist ja realistisch. Hut ab. Zwangfee gewinnt 18.480 Pokémon Dollar. Die geht siegreich aus dem Kampf gegen Adrian hervor. Die Meere kann ich zwar bezwingen, nicht aber diesen kleinen Rotzlöffel hier. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als deinen Sieg anzuerkennen. Wenn du tiefer ins Team Rocket Schloss vordringen willst, solltest du zwei Bilder ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Eins davon ist rot, das andere blau. Wenn ich in meiner Welt einem Trainer wie dir über den Weg gelaufen wäre, hätten sich wahrscheinlich meine Pläne schnurstracks in Luft aufgelöst. Ja gut, dass er in seiner Welt einem anderen Trainer über den Weg gelaufen ist. Du hast einen versteckten Knopf gefunden. Willst du ihn drücken? Ich drücke einen versteckten Knopf. Klick! Rumpel, rumpel, die Rumpel. Schaut so aus, als ob es zum roten Punkt weitergehen würde. Wohin geht der rote Punkt? Ein Rätsel. Wer kennt's, schreibt's in die Kommentare. Auf geht's zum nächsten.